Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, mich hat heute der verzweifelte Kommentar eines Nutzers erreicht, und zwar hat er folgendes Problem. Wir hatten ja hier über die Einstellungen die Grundeinstellung gewählt, am Raster fangen immer eingewählt, das hatte ich auch empfohlen. Und bei mir funktioniert das und bei ihm funktioniert das eben nicht. Zwar in der Windows-Version, aber hier in der Linux-Version bei mir ist das das Gleiche. Wir sehen jetzt, mein Fadenkreuz wird hier sauber gefangen auf dem Raster. Egal wie weit ich hier rein zoome, wird das immer hier sauber auf dem Raster gefangen, bei ihm eben nicht. Und das liegt daran, ich zoome jetzt mal so weit wie möglich rein. Wir sehen jetzt hier vielleicht im Video ganz schlecht für euch die Kreuze, deswegen mache ich die jetzt mal hier ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Ich mache die mal auf 3 Pixel. So, also wir sehen jetzt hier recht starke Fadenkreuze für meinen Raster. Und bei mir, selbst wenn ich jetzt hier am weitesten reingezoomt bin, größten Zoomstufe, kann ich hier hin und her springen und ich werde auf dem Raster gefangen. Bei ihm funktioniert das nicht und das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass er hier ein sehr kleines Raster eingestellt hat, und zwar als Cursor-Raster. Wenn ich das jetzt hier auf 0,03 auf 1 Mill stelle, ich wechsle das mal, ich kann jetzt hier trotzdem noch weiter rein, also ich bin jetzt auch in der tiefsten Zoomstufe, aber wir sehen, ich kann jetzt hier trotzdem noch dazwischen positionieren, weil der kleinste Abstand zwischen diesen beiden Kreuzen hier, diesen Fangkreuzen, sind 10 Mill, und wenn ich hier im Raster 0,03 mm oder 1 Mill einstelle, kann ich das jetzt, dann werde ich hier zwar auch noch gefangen am Raster, aber eben 10 mal dazwischen, die 10 Einzelschritte, und deswegen sieht das hier so aus, als könnte ich wie beim Nichtfangen am Raster mich hier dazwischen, oder könnte ich hier dazwischen meine Bauteile positionieren. Problem dabei ist, ich habe dann irgendwann die Problematik, dass ich nicht mehr richtig anschließen kann. Deshalb bitte achtet darauf, wenn ihr beim Zeichnen anfangt, das Raster vorher hier, rechte Maustaste über Kontextmenü, kommt da am schnellsten hin, auf 1,27 mm zu stellen. Dann springt er hier ein bisschen raus und wir sehen, wenn ich jetzt hier rumschalte, wird das Raster auch sauber umgestellt in KiCad, und ich bin jetzt hier am Rasterfang wirklich, ihr seht es hier an meinem Cursor, sauber auf den Kreuzen und kann dann auch sauber positionieren und sauber meine Bauteile anschließen. Warum jetzt 1,27 mm? Ich gehe nochmal rein, rechte Maustaste, Kontextmenü, Raster. 1,27 mm ist auch das Standardzeichenmaß im KiCad, mit dem die Symbole gezeichnet sind. Also im Schaltplan-Editor ist auch die Standardeinstellung 1,27 mm oder 50 mm. Sollte man beachten, dieses kleinere Raster von 0,03 mm oder 0,05, 4, 2 mm, das sollte man wirklich nur wählen, wenn man weiß, was man tut, dass man dann vielleicht unter Umständen Dinge zeichnen kann, die sonst hier mit diesem großen Raster zu ungenau würden. Für die Standardeinstellung, für den gewöhnlichen, ordinären Schaltplan empfehle ich hier die 1,27 mm oder die 50 mm. Das bitte beachten. Ich stelle hier mal meine Einstellungen zurück und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.